In den goldenen 50er Jahren des Fernsehens erhielt unser heutiger Gaststar den Titel Mr. Television. Und den macht ihm bis heute niemand streitig. Und hier ist er nun endlich, der unvergleichliche Milton Berle. Applaus! Vielen Dank, danke schön, danke ihr Lieben alle. Und vor allem dir danke schön, Kermit, für die wunderbare Ansage. Es ist das erste Mal, dass mich ein amphibischer Zeremonienmeister angesagt hat. Amphibisch bedeutet ja, dass man jemand sowohl zu Wasser als auch zu Land langweilen kann. Ich fühle mich großartig. Ich komme soeben von einer Vergnügungsfahrt zurück. Ich habe meine Schwiegermutter zum Flugplatz gebracht. Ja, ein herrliches Gefühl ist das. Und während das Ding in die Luft ging, komisch. Komisch, sehr komisch. Oh, von denen habe ich schon gehört. Es fängt also an. Oh, ich kenne euch. Ihr beiden alten Knacker seid die Miesmacher vom Dienst, ja? Ja, das sind sie, meine Damen und Herren. Die Gentlemen stocksteif und krücke. Ja, legt euch nicht mit mir an. Ihr zieht in jedem Fall den Kürzeren. Hey, Berle! Was? Ich bin dahinter gekommen, was Ihr besonderer Stil ist. Tatsächlich? Sie arbeiten wie Gregory Peck. Wieso? Das kann nicht sein. Gregory Peck ist kein Komiker. Eben. Halt, Augenblick bitte. Ich war immer ein fabelhafter Komiker, mein halbes Leben lang. Aber bei uns zeigen Sie die andere Hälfte. Sind Sie hergekommen, um sich unterhalten zu lassen oder nicht? Doch, das stimmt. Was stimmt? Wir sind da, um unterhalten zu werden, aber werden es nicht. Na ja, ich möchte euch mal hier unten sehen, wie komisch ihr da seid. Erst vormachen. Genau. Ha, 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 und darüber lachen Sie nur. Ich würde an Ihrer Stelle gar nicht hinhören, was er sagt. Er ist das 9. Kind aus einer Familie mit 8. Ich erzähle Ihnen vielleicht eine Geschichte. Mr. Berle! Ja doch, was gibt's schon wieder? Wissen Sie, was Sie falsch machen? Was mache ich falsch? Sie stehen viel zu nahe am Publikum. Ja, wirklich? Ist es so besser? Nein, immer noch zu nah. So, na bitte. So vielleicht? Noch ein bisschen mehr. Darf ich fragen, wie weit noch weg? Haben Sie kein Auto? Jetzt will ich euch mal was sagen. Ich lasse euch vom Platzanweiser rausschmeißen, wenn ihr nicht aufhört zu mosern. Der kann nicht, der hat so viel zu tun. Womit denn? Das Publikum im Saal zu halten. Und Sie ermuntern die beiden mit Ihrem Gelächter noch. Ich hätte eigentlich Lust, euch beiden einen aufs Auge zu geben. Dann hat uns wenigstens Ihr Anblick erspart. Gar nicht so übel, der Gag. Geschenkt, Sie dürfen ihn benutzen. Sehr freundlich, aber ich brauche eure Gags nicht, Freunde. Ich habe 1 Million Pointen im Kopf. Die dringen leider nur nicht bis in den Mund vor. Ich muss wirklich bitten, meine Herren, das ist unerhört. Denken Sie, ich mache das hier zum Spaß? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe... Oh, schau an, Sie denken, Sie können es besser, ja? Schlechter könnten wir es nicht machen. Na gut, versuchen Sie es doch. Kommen Sie hier runter und machen Sie für mich weiter. Wir sollten es tun. Ah ja, singen Sie? Nein. Tanzen Sie? Nein. Können Sie die Leute zum Lachen bringen? Nein. Was wollen Sie denn vorführen? Genau dasselbe wie Sie. So, jetzt reicht's. Schluss, ich rufe jetzt die Polizei. Ja, Sie brauchen eine Menge Schutz, um Ihr Leben rauszukommen. Hören Sie doch auf und mit euch beiden bin ich fertig. Es ist mir doch zu dumm mit euch beiden. Ich mache das nicht 1 Minute länger mit, nicht 1 Minute. Na, wie läuft's denn, Mr. Berle? Ach, jetzt kommst du auch noch. Wie es läuft? Ja. Ach, es könnte nicht schlechter laufen, Gonzo. Diese Kerle haben auf mir rumgehackt, mich beleidigt, in Stücke zerlegt. Kann ich Ihnen da raushelfen? Ja, bitte tu das. Wo sind Sie denn reingekommen? Über die... Jetzt mach dich dünn, ja? Mir langt's. Ja, mir langt's. Gefallen.